Barbara und ich freuen uns besonders, dass eine Frau da ist, die den deutschen Musikmarkt der letzten Jahre wie kaum eine andere geprägt hat, verändert hat, ja, ich würde sagen, revolutioniert hat. Sie war der Kopf oder ist der Kopf, je nachdem, sie ist der Kopf, sie war der Kopf der Band Wir sind Helden. Freuen wir uns gemeinsam auf eine Frau, die jetzt mit einem Soloprojekt unterwegs ist, Judith Holofernes. Judith, vor 3 Jahren warst du hier. Ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre. Du hast eine CD damals vorgestellt von Wir sind Helden, die war recht melancholisch. Ja, die war dunkel. Wie ging es dir denn damals? Ich würde sagen, die Platte zu machen, die sehr dunkel war, hat schon ein bisschen von der Dunkelheit abgeschüttelt. So. Ja. Aber das war eine schwierige Zeit, auf jeden Fall. Ist aber eine sehr schöne Platte. Ich mag die immer noch sehr. Du warst erschöpft. Ne? Du warst, ja, das, ich war... die Augenringe sind hinten am Kopf wieder rausgekommen. Was war am schwersten? Welcher Aspekt des Lebens, wenn man so als Musikerin erfolgreich unterwegs ist? Also ich fände es schade, da so ein Burnout-Thema draus zu machen, weil ich zur gleichen Zeit auch immer noch ganz viel Spaß mit der Band hatte und tolle Konzerte und das auch immer noch sehr lustig war. Aber es hat sich so eine Müdigkeit eingeschlichen, die natürlich auch nicht von ungefähr kommt mit 2 kleinen Kindern. Die es damals schon gab. Die es damals schon gab und die auch mit waren auf Tour. Und, wie darf man sich denn das... Wie schrecklich. Also mein, dein der Vater... Das war, so ein bisschen Die Hard with a Vengeance. Also wir haben es uns echt eingeschenkt. Und wir, ging es nicht anders oder ihr wolltet es halt so? Wir wollten es so klein. Und wir haben allesamt... gestillt während der Auftritte. Ja, während der Auftritte. Ja, aber weißt du, was ich während der Auftritte hatte, war tatsächlich ein Kotzeimer neben der Bühne in der Schwangerschaft. Und so. Also wir haben es uns wirklich hart gegeben. Und ich finde das auch immer noch schön, weil sonst hätten wir die letzten beiden Platten nicht gemacht. So, und da bin ich vollkommen mit einverstanden. Aber ich habe rechtzeitig die Reißleine gezogen, wo ich gemerkt habe, dass ich irgendwie vor dem Konzert denke, ich lege mich einfach auf die Bühne und mache überhaupt nichts mehr. Da habe ich gedacht, dass ich vielleicht mal eine Zeit lang gar nichts oder was anderes machen sollte. Während du dann abwesend warst, hast du auf deiner Website Tiergedichte. Auch, ja. Veröffentlicht. Wie kam es denn dazu? Gute Frage. Also ich habe eine langwährende Liebe zu komischer Lyrik. Und bei komischer Lyrik gehört es ja fast sozusagen als eigene Disziplin dazu, ja, dass man Tiergedichte schreibt. Also Ringelnatz zum Beispiel. Ringelnatz und Busch und so. Das, ja. Alle haben so Tiergedichte geschrieben, auch wunderschöne. Und, was ist dein lieblingskomisches Gedicht von Ringelnatz zum Beispiel? Oh Mann, ich sag jetzt hier kein Gedicht auf. Ach so, lass ruhig. Nee. Nee. Wär so eine Idee gewesen, aber fahre fort. Da fallen mir jetzt keine mit Tieren ein. Ich mag zum Beispiel 3 kleine Frösche, aber das ist Morgenstern. Das ist ja auch ein Tier. Die 3 kleinen Frösche, 3 kleine Frösche sah ich heute. Sie waren mit dem Teufel im Bunde. Oh, das müsst ihr nachlesen. Das ist ganz toll. 3 kleine Frösche. Okay. Ja, okay. Wunderschön. Nee, ich habe dann tatsächlich, ich war bei Freunden zu Gast bei der Höchsten Eisenbahn, eine ganz tolle Band. Und die machen immer so sehr offene Abende. Und da sollte ich auch was machen und ich wusste nicht was, weil ich war ja in der Pause und ich hatte nichts Neues. Und dann habe ich gesagt, dass ich auf Zuruf Tiergedichte schreibe. Ja. Dass man mir aus dem Publikum Tiere zuwerfen darf. Echte? Mit Fell und so. Und ich dann ist jemand aus dem Publikum gekommen, hat mir die Ohren zugehalten, während jemand anders ein Lied gespielt hat. Ja. Und ich habe sozusagen live innerhalb von 3 Minuten ein oder mehrere Tiergedichte geschrieben. Und da war das geboren. Veronika Ferres haben wir gebeten, eines dieser Tiergedichte zu lesen. Ist das nicht toll? Das ist ja schön. Also wir hatten schon, Wolf Biermann liest Texte von H.P. Baxter. Das war ein Höhepunkt unserer Sendung. Aber wir schreiten zu einem weiteren. Auch komische Veronika Ferres liest Judith Holofernes. Für Judith. Und von Judith. Welches denn? Der Maki. Der Maki, oh, mein Lieblingstier. Der Maki ist Dramatiker, Ekstatiker, Fanatiker. Der Blick geweitet, Finger klammern. Alles an ihm stummes Jammern. Doch was denkt der? Geld vergessen? Mist, ich wollte noch Blätter essen. Was begatten? Was verstecken? Meine eigenen Füße lecken? In welchen Abgrund blickt das Tier? Warum guckt er so und nicht wir? Okay.
Ich habe gelesen, dass du eine Musicalschule besucht hast. Ich habe 6 Wochen lang eine Musicalschule besucht und auch nur aus Versehen. Ich war in Liverpool beim... wie besucht man aus Versehen eine Musicalschule? Nee, ich war am Liverpool Institute for Performing Arts und das war damals ganz neu gegründet und es hieß Paul McCartney, habe die gegründet, der war nicht da, als ich da war. Und das war sehr schön und sehr aufregend, nur hatte ich das unterschätzt, dass das wohl schon Musicalkurse waren, die da angeboten wurden und nicht so richtig Rock, wie ich gedacht hatte. Und es war sehr lustig. Also ich musste über meine Grenzen gehen. Man musste auf so einem Stuhl sitzen. Schauspieler kennen das wahrscheinlich. Beine gehen nicht bis auf den Boden. Krampf. Und dann habe ich Mary Magdalene von Jesus Christ Superstar gesungen. Das war sehr lustig. Es bleibt dir, ist in Erinnerung geblieben. Es ist mir tatsächlich eine etwas pervertierte Liebe zu Musical- und Disney-Songs übrig geblieben. Sag mal, du bist jetzt als Solokünstlerin unterwegs. Was ist da schiefgelaufen? Warum hast du Wir sind Helden in Pension geschickt? Also erstens habe ich natürlich nicht die Band in Pension geschickt. Erstens, wir haben das 12 Jahre gemacht. Ich hoffe, es kam niemandem so lang vor. Aber wir haben es 12 Jahre gemacht. Ja. Und es war schwer, die Band loszulassen. Wirklich, weil wir sie bis zum Schluss sehr geliebt haben. Und wir haben uns ja auch nicht aufgelöst, weil wir hoffen, dass wir es irgendwann wieder machen. Erstens sind wir trotz dieser Anhänglichkeit alle irgendwie auch der Veränderung zugetan und finden, glaube ich, alle vier, dass man in der Kunst ruhig auch immer mal was Neues machen darf. In der Tat darf man. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir tatsächlich in 3 verschiedenen Städten leben und zwar von Anfang an. Also wir haben nie in der gleichen Stadt gelebt und wir hatten am Schluss 5 Kinder auf die Band verteilt, 2 davon mit beiden Eltern in der Band, was die angedeuteten Probleme zur Folge hatte. Und es, wir haben ehrlich gesagt das, glaube ich, 5 Jahre länger gemacht, als eigentlich ging. Das war schön. Ja. Das macht man auch mal. Nein. aber ich denke immer, ehrlich gesagt, eine Scheißband kann jeder zurücklassen. Sorry. Aber ja, ja. Ich finde es schön, dass wir aufgehört haben, bevor es. Wir hatten hier eine Paartherapeutin vor einiger Zeit hier und die hat gesagt, die große Kunst ist, dass man sich trennt, solange man sich noch versteht, weil am Ende entzweit man sich und es wird eine gedeihliche Trennung dann nicht mehr möglich sein. Aber die haben sich ja noch nicht mal getrennt. Die leben ja sozusagen in Freundschaft noch zusammen. Genau. Ja, wir hoffen, ehrlich gesagt, vielleicht ruft irgendwann jemand aus Japan an und sagt, ihr seid aus Versehen Big in Wie Japan. Bei und dann machen wir so einen Schulausflug. Weißt du, Milliarde, genau. Wenn ihr wieder noch mal einmal auftretet. Irgendwo sowas. Nee, also wir mögen uns noch, wir verstehen uns gut. Wir haben gestern auf der Krone, auf der 1Live-Krone zusammen gefeiert und hängen sehr aneinander und vor allem unterstützen die sehr, was ich jetzt mache, was wichtig ist. Dein neuer Tonträger heißt ein leichtes Schwert, glaube ich, ne? Oder ein leichtes Schwert? Ein leichtes Schwert. Im Internet stand auch schon ein kleines Schwert, dagegen verwahre ich mich. Nein, es ist ein leichtes Schwert. Du hast, glaube ich, gestern das erste Mal, wie du gerade erzählt hast, live gespielt. Wie war das so? Mal wieder so vor der... Das war sehr, sehr aufregend. Fotografen und alle. Das war der erste öffentliche Auftritt überhaupt nach 3 Jahren oder so ein bisschen länger sogar. Und es war gleich mit Live-Spielen mit einer Band, die seit 2 Wochen steht, die entzückend ist. Ich liebe meine Live-Band. Ganz, ganz tolle Leute. Es sind 2 Frauen dabei. Es gibt schönes Background-Gezwitscher von fantastischen Frauen. Es wird ganz, ganz schön. Und du hast ein Video gemacht. Ja. Man sieht ja viel hier. Aber dieses Video, das fanden wir, Barbara und... Wir haben sehr gelacht. Mareile und ich und dieser Satz, ich bin so müde und ich ich sag, mir ist schlecht. Genau, und du sagst, du hast wenig geschlafen, ich habe gar nicht geschlafen. Ja. So ist immer jeden, man gleicht das natürlich immer so ein bisschen ab. So ein Aufrüsten eigentlich. Wieso bist du denn? Ich bin doch heute Nacht aufgestanden. Du hast heute 5 Minuten länger geschlafen als ich. Hast du dich am letzten Sonntag eine halbe Stunde hingelegt? Ja, genau. So ist es leider. Aber so ist es aufgerechnet. Und dieses, es fliegt einem etwas an den Kopf. Das geht bei uns morgens immer so los, dass das Ritterbuch ins Bett fliegt als allererstes. Und diese Bücher von Dreijährigen sind ja dick. Schwer. Ja. Und schwer. Ritterbücher besonders schwer. Das sind ja keine Reklamheftchen. Es ist auch so, dass das Video tatsächlich mit ausgeschlagenen Zähnen und noch ordentlich viel zerzauster endet. Also die zermöbeln mich so richtig. Und ich kann auch sagen, dass es tatsächlich auch wehgetan hat. Ja, das sieht man es war ein sehr lustiger Dreh, aber die Sachen waren zwar aus Styropor, aber wurden mit Schmackes geworfen. Veronika, wie oft hat dich deine Tochter an deine Grenzen gebracht? Als sehr oft. Die hatte eine ganz, ganz besondere Methode, mich zu wecken. Vor allen Dingen, wenn ich von einem Nachtdreh kam und um 16:30 zu Hause war.
Und sie hat die Eigenschaft, früh aufzustehen. Dann stand sie auf und wenn ich die Augen zu hatte, stand sie am Bett. Ich war gerade eine Stunde im Bett und dann machte sie einfach mit den Augen so. Ja. Machte einfach die Augen wieder auf und kam ganz nah. Guck mal her, Mario, bitte. Oh, freu mich sehr, ja. Mach mal das Auge zu. Ich mach das Auge zu, ja. So, dann kam sie ganz nah mit ihrem Auge und sagte, Mama, Milch. Nee, dann ist man irgendwie wach und man merkt ja dann auch, es gibt kein Zurück mehr. Kannst du dich auch noch an die Zeiten erinnern? Bist ja auch Vater. Ja, ja, klar. Also ich bin auch einer, der immer spät nachts nach Hause gekommen ist und dann war natürlich nochmal der Blick ins Kinderzimmer und gucken, ist alles in Ordnung. Und morgens, wenn wach ist, egal. Ist wach. Ist wach. Mhm. Und zwar alle. Mhm. Punkt. Ja. Da ist auch nicht, echt nichts zu wollen. Da ist auch nichts zu wollen, wenn man im Tourbus unterwegs ist und Headliner auf dem Festival gespielt hat. Und mein Sohn ist über Monate um 5.20 Uhr wach gewesen. Und es ist immer 5.20 Uhr. Er war immer gut gelaunt, aber 5.20 Uhr. Mhm. So. Es kann losgehen. Ja. So, jetzt? Na, genau. Was machen wir jetzt? Da kam die Soße Sudden Death ins Spiel. Ja, da kam die Sudden Death, um mich irgendwie wach zu halten. Ja, und wie wollt ihr das jetzt? Ich meine, das ist ja ganz wichtige Information. Pola ist der Vater der Kinder, dein Mann. Und er war der Schlagzeuger von Wir sind Helden. Oder genau. Er ist der Schlagzeuger von Wir sind Helden, eine Band, die nur auf Eis gelegt ist. Habt ihr denn jetzt in Zukunft einen Weg gefunden, wie die Aufgabenverteilung so ist, dass man sagen kann, sie ist ideal, harmonisch? Ja. Das ist, denke ich, die große, wichtige Veränderung hier. Es ist tatsächlich so, weil ich denke, wenn jetzt alles außer den anderen beiden Bandmitgliedern irgendwie gleich geblieben wäre, dann dürfte man mir echt zu Recht einen Baseballschläger über den Kopf hauen. Und das haben wir irgendwann auch eingesehen und deswegen bleibt Pola zu Hause auf Tour, was uns nicht leicht fällt. Also er hat die Platte eingespielt und er war im Studio die ganze Zeit mit dabei und er war ganz eng involviert und bleibt jetzt zu Hause. Aber es ist doch ein schönes Gefühl. Der liebende Vater ist zu Hause. Es ist für mich, es ist ganz, ganz toll. Die Mutter macht und Karriere, ist unterwegs. Ja. Und ich bin ja das erste Mal überhaupt wieder von zu Hause weg seit gestern. Und es fühlt sich jetzt schon anders an. Es ist einfach, es macht einen großen Unterschied. Macht Spaß jetzt. Macht ganz schön Spaß. Und kannst auch ich war mal ganz schön lange auf der 1Live-Krone gestern. Ja. Um mit deinen Worten zu sprechen. Ich meine, das wird ja HP auch interessieren. Hast du abends noch kräftig dem Alkohol zugesprochen? Oder um deinen Worten zu sprechen, warst du breit? Ich habe. Was habe ich damit zu tun? Weil es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass du dem alkoholischen Getränk bisweilen auch zusprichst. Ja, das wird aber auch gerne übertrieben. Ich habe dem alkoholischen Getränk gut zugesprochen. Ja. Und es hat sich trotzdem nicht so verhalten, wie ich wollte. Nee, ich habe für meine Verhältnisse auch Alkohol getrunken. Es wurde Alkohol genommen. Auf der Krone, kann ich bezeugen. Aber nicht so viel und das macht bei mir auch nichts, weil ich kann co-betrunken sein. Du kannst co-betrunken sein? Ich bin so ein bisschen wie Obelix, der als Kind in den Zaubertrank gefallen ist. Wenn andere Leute um mich drum gut drauf sind, dann merke ich auch nicht, dass mit denen irgendwas anders ist oder so. Mach einfach mit. Ja, ja, das Rock'n'Roll-Business, meine Damen und Herren. Wir freuen uns, dass sie da ist. Sie wird sich weiter rege am Gespräch beteiligen. Judith Holofernes bereichert die Runde. Applaus